Hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Mephisto MM5, 15 Minuten Partie gegen Seitek Simultano, 15 Minuten Partie. Was ich gar nicht wusste, ich habe das heute erst in Computerschach und Spiele gelesen, bei der Renaissance-Vorstellung. Normalerweise ist ja, wenn ich einen Zug mache, und der Computer macht seinen Zug, dann läuft die Uhr nicht. Die steht also. Und erst wenn ich den Zug ausgeführt habe, läuft die Zeit wieder weiter. Und da kann man einstellen, dass die Zeit auch dann weiterläuft, bevor ich den Zug aus... Also er zeigt seinen Zug an und die Zeit läuft trotzdem weiter. Damit er bei Computerturnier nicht auch Zeit verliert. Ich gebe mal dem... Das spielt bestimmt, ich wette, von oben nach unten, deswegen ist es eigentlich egal, ich gebe ihm weiß, fertig. Aber wenn dann wieder zarte Lippe auf E4 sieht, D4 ist uninteressant. C7, C5. C3, ja, lass mal Alapin zu, egal. G8, F6. E5. Springer D5, D2, D4. C5, D4. C3, D4. C6. Das war's an Theorie. Der Simultano haut den MM5 aus dem Buch heraus. Übrigens wieder mal mit HG550, der MM5. Es gibt ja die spannendsten Versionen von diesen Geräten. Einmal gibt es den MM5 mit eingebautem Öffnungsmodul. Das ist für den Mobil ganz interessant. Da hat man das Eröffnungsmodul eben im Modul schon mit drin im MM5. Und weil der Mobil, das wissen wir ja nur, ein Modulschacht hat, hat man dann trotzdem das Eröffnungsmodul dabei. Und dann gibt es sogar noch MM4 plus MM5 in einem Modul plus die Eröffnungsmodule. Dann schaltet man mit Schalter hin und her. Gibt schon spannende Sachen. So, Black ist dran. Jo, das verwundert nicht, dass er dann Schwarz auch aus dem Buch raushaut. Was könnte man machen? Springer C7 vielleicht. Springer B6 macht er, weil es den Läufer angreift. Springer C7 wäre vielleicht auch interessant gewesen. Ich meine, ich habe das mal gesehen in Englischpartien, aber nicht selber gespielt, sondern dass das gespielt wurde von den Leuten, gegen die ich gespielt habe. Dieser Springer C2 war es da natürlich. D7, D5. Ich dachte erst D6, der würde den Bauern befragen wollen. Gibt das jetzt so französische Strukturen? Der Vorteil ist, er kann ja erst seinen Läufer rausziehen. Also er muss nicht E6 ziehen, wonach der wieder das Läuferproblem auf C8 hätte. Er könnte erst Läufer F5 ziehen und dann E6. Das wäre quasi eine Art Französisch mit entwickelten Läufer oder vielleicht sogar eher Aljechin. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Möglichkeit doch recht hoch ist, in Varianten der Aljechin-Verteidigung reinzukommen. Durch dieses die Springer F6, D5, B6. Das ist ja auch so ein typisches Aljechin-Verteidigungs- Springer-Manöver. Ich hätte Springer C7 aber irgendwie besser gefunden. E6. Läufer G5. Ja, kommt erstmal die Dame an. Mit Entwicklung. Ich würde einfach Läufer E7 ziehen. Weil was willst du denn mit dem Läufer machen? Auf F8. Nach B4 ziehen? Also der hat sowieso nicht die größte Zukunft. Deswegen kann man gleich Läufer E7 machen.
quasi die Löffel wegtauschen. Das macht er auch. Ja, droht jetzt erstmal in den Löffel zu schlagen. Also weiß kann ich einfach rochieren zum Beispiel. Das wäre ziemlich blöd gelaufen dann. Ich gehe mal von Läufer G5 schlägt aus. Was willst du sonst machen? Läufer F4? Ja, vielleicht, wenn er den schlechten Läufer nicht tauschen will. Aber Läufer F4, da steht er auch nicht so wahnsinnig gut. Er nimmt ihn weg. Dame schlägt. Entwickelt die Dame dadurch. Bin fast schon erleichtert, dass der simultan noch nicht groß rochiert. Das kommt auch nicht selten vor, dass die dann groß ranrochieren. Große Rochade, König B8. Wäre aber ein bisschen gefährlich gewesen. Andererseits wissen diese Geräte auch nicht unbedingt, wie man Königsangriff führt. Also mit verschiedenen Rochaden und dann Königsangriff, da haben die, sagen wir mal, schon mal Probleme mit. Ich habe mal gesehen, Schwarz hat groß rochiert und Weiß klein. Ja, ich kam H6, G5 und F und da habe ich schon gedacht, es hey, gibt jetzt einen großen Königsangriff. Und nach Turm H, E8 oder was da kam, da wusste ich schon, dass das eh nichts ist. Also da haben die durchaus ihre Probleme mit. Die hatten ja auch kaum Speicher, 32 Kilowatt, was willst du da reinmachen? Da kann man natürlich nicht auch noch hier bestimmte Königsangriffmuster reinmachen. Ja. Das wäre dann problematisch. So, C6 nach B4, ja, was da jetzt der große Springer D3 oder was hat er jetzt vor? Springer D3, F4, A3 zum Beispiel, Springer D3, da muss der Turm weg. Und dann Springer F4. Was will der da? Ich weiß es nicht. Worauf ich beim Simultan eigentlich kaum achte, das ist dieses Displaybrett. Das ist ja das Brett, auf dem man Simultanpartien spielen kann, aber ich habe es noch nie genutzt. Springer E1. Ja, anscheinend hat er das gefährlich genug gefunden. Das hat er wohl als gefährlich genug eingestuft, um Springer D3 zu verhindern. Er will jetzt wohl A3 ziehen und dann muss der Springer wieder zurück. Das denn Springer D3 und dann weiß es nicht. So, der Simultano rechnet. Ja, wenn ich mir den so ansehe, sieht halt genauso aus wie der GK 2000. Nur eben, dass er natürlich das LCD-Brett hat und der GK 2000 nicht. Damit habe ich doch gerechnet. So. Sogar der Schieberegler existiert hier. Hier ist halt Kontrast für das Brett und beim GK 2000 sind es zwei Lautstärke-Einstellungen. Und dieser RISC 2500, der sieht ja auch so aus. Die haben alle so diese Grundform. Das war wohl. Das war ein Designer, der das designt hat hier. Und dementsprechend gibt es jetzt so viele Geräte, die hier so aussehen. Der RISC 2500 ist natürlich mit Johann de König mit dem Programm. Mit The King, der The King Engine. Ich finde das sehr schade, dass es bei diesen Seitegeräten so viele verschiedene Farbnuancen gibt. Das heißt, ich habe einige Geräte von Seitig, aber die Figuren. Die sehen von der Form sind die alle gleich, aber die Farben sind alle, also vor allem die schwarzen Figuren. Mal sind sie heller, mal sind sie dunkler, mal einen anderen metallischen Look. So dass mal, wenn eine Figur fehlt, zumindest
kann ich die dann schlecht austauschen, weil das ist hier, das stört mich dann schwer, dass die farblich verschieden sind. Wäre bei den München und Exklusivbrettern, ja gut, da sind auch verschiedene Figuren, wenn ich ehrlich bin. Ich habe zwar verschiedene Exklusivbretter und die Figuren, die dabei waren, wo ich die gekauft habe, die einen waren ein bisschen matt und die einen waren dunkler. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es bei München keine zweite Dame gibt. Wenn man sich quasi eine Dame holt und dann kann man diese Dame nehmen. Bei dem DGT-Brett ist das, da gibt es eine zweite Dame. Ich glaube, beim DGT-Brett wäre das auch dramatischer. Oder störender. Weil du kannst ja beim DGT-Brett, wenn du dir eine Dame holst, da kann man nicht einfach mal einen Turm nehmen oder einen Bauern. Weil wenn du einen Turm nimmst und stellst einen Turm hin, dann ist das ein Turm. Das ist das Problem. Und hier kannst du alles, da kannst du auch Magnet drauflegen. Das geht beim DGT-Brett ja nicht. Weiß ich aber. Ja, wäre natürlich blöd, weil ich dann einen Springer holen möchte. Man hat die Ausnahmestellung, dass man beide Springer auf dem Brett hat und will sich einen Springer holen mit Schach, weil alles andere verliert. Dann kannst du natürlich auch vergessen. Weil was will man nehmen, um sich einen Springer zu holen? So, ich habe es aber noch nie erlebt. Also, dass ich mir mit Unterwandlung und Springer geholt habe. Hatte aber noch beide Springer auf dem Brett. Das habe ich noch nie gehabt. Die Kiste ist aber schon gemacht, wo die Figuren drin sind. Hier, die hier. Die Figurenkiste hier. Für 8 Euro. Immer nur die Schachfiguren. Natürlich kann man nicht erwarten, dass das die Eiche ist oder sowas. Läufer steht F3. Also den Zug verstehe ich nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Warum tauscht er jetzt ohne Not seinen Läufer weg? Da hätte man noch irgendwas draus machen können. Vielleicht F6 sogar ziehen. Also den Zug finde ich schwach. Ach, der war geil auf den Bauern. Turm D2. Ja, ich kann ja wieder Springer C4 ziehen. Der Ruf des Bauern. Ich hätte eher gedacht F6. Und dann, wenn man auf E5 nimmt, kann man nicht gegen F3 weiter vorgehen. Deswegen fand ich das Tauschen, ja, das ist das Material. Die sind alle Materialisten hier. So ist unsere Oldies hier. Wow, entweder der MF5 opfert jetzt genial Bauern oder der stellt sie einfach rein. Ich sehe da gar nicht, was das jetzt werden soll. Vielleicht Springer E7 zum Beispiel. Da könnte man Springer C4 mal, außer der Ruf ja erstmal Turm C1 schlägt. Sieht ja gar nicht so schlecht aus für den Simultano. Ich hätte erst gedacht, ob es überhaupt Sinn hat, den spielen zu lassen. Springer A5. Ja, kann dann auch Springer C4 ziehen. Zwei Bauern minus. Dass die Dame auf A3 geht, ist ja egal, weil der Läufer kann ja nicht mit Schach wegziehen. Läufer D5 schlägt, könnte man aber machen. Läufer schlägt D5 und die Dame greift die Dame an. Wenn die Dame geschlagen wird, kommt aber Läufer schlägt F3. C1, C8. F8, C8, B3, D1. Okay, B3, C2. Meine Güte, was ist denn los? Also ich hatte gedacht, Läufer schlägt D5.
Ja, wenn der Läufer schlägt, werden dann die Damen getauscht. Wie gesagt, Läufer schlägt D5 und die Dame ist ja angegriffen, der Läufer deckt aber die Dame. Vielleicht hat es ihm einfach nicht gefallen. Läufer schlägt C2. Jetzt könnte er doch Läufer schlägt F3 machen. Dame schlägt F3 natürlich. Bei den vielen Läufern kommt man schon mal durcheinander. Bauer nimmt. So. B5. Meine Güte. Natürlich nicht Turm C8 wegen Läufer H7 und das wäre ein totaler Rohrkrepierer. Eigentlich die Schwarz ja besser. Durch die beiden Bauern. Springer C4 ist ja immer noch möglich. Turm A1, dann wird er wohl Springer B2 C4 ziehen. Das sieht ganz gut aus. König G2. Sagt er nach Wertung. -2,09. Wow, der Simultano kann gegen den MF5 gewinnen. Das ist ja eigentlich der Maestro B. Ja, wenn die Bauern mal anfangen, ins Rollen zu geraten, dann sind die schlecht zu stoppen. Der Springer muss irgendwann nach C4, Springer B2, C4 vielleicht. Springer C6, A5. Dann ist die Sache fast entschieden. C1, A1. A5. Ah, Springer C6 kann man jetzt auch einfach machen. Was macht der denn auf Turm A6? Turm C8. Oder Turm B6? Ja, Turm schlägt, Bauer schlägt B6. Das sieht mir jetzt auch nicht so spannend aus. G3. Also er will es mal langsam Zeit A5 zu ziehen. So nach dem Motto, wenn ich jetzt, wann dann? A7, A5. Alleine schon, um Turm A6 wegzunehmen. Weil der Springer kann er nicht ziehen, wegen Turm A7 schlägt. Genau. Deswegen wundert mich ein bisschen dieser König G3. Ja, König G3. Das ergibt ja keinen Sinn. Also F4 hätte ja so haben können. Da war ja sowieso gedeckt. Also er muss ihn ja nicht mal decken. F4 ist ja eh eine weiße Hand. Hätte er sofort F4 ziehen können, ohne König G3. Das sieht nicht mehr gut aus. Da hat einfach die Bauern gedroppt. Ohne ersichtlichen Grund. Die beiden Springer, die harmonieren sehr schön mit dem Freibauern zusammen. F5, das sieht schon ein bisschen wie, würde Banner schon sagen, Verzweiflung aus. Lass ihn doch einfach nehmen. Hm.
E6 steht, Springer F4, König F7, Läufer H7, G6. Da kommt der G6 sind ja dann auch wieder. Springer D8. Meine Güte. Ach, bei Springer F4 hängt D4 sowieso schon. König G4. Vergesst, was ich gesagt habe. E6 steht, Springer F4, Springer D4 schlägt und der Springer deckt den Bauern hier auch noch. Aber dieses Königsmanöver, das irritiert mich ein bisschen. Wo will er hin? Raumgewinn mit dem König oder was soll das werden? Das Problem für Schwarz ist, der Bauer kann dann nicht sofort marschieren. Das wäre dann reichlich peinlich. B4 Turm A4 schlägt. Springer B4. Es ist nicht einfach. Ist nicht leicht, einen Stachelschwanz zu küssen. A4, A3. Das Problem ist dann allerdings, dass nach Läufer B3 beide Bauern blockiert sind. Ja gut, man kann Springer A5 ziehen. Dann B4. Was will er machen auf C4? Neben dem Fall der Springer. Minus 2,44. Ich glaube, ich unterschätze den Simultano einfach. F5, B6. So, dann nimmt er zurück. Da braucht man gar nicht lange überlegen. Dem Simultan habe ich jetzt eigentlich drei Stück von Julio Kaplan. Diesen Allegro, von Novak ist ja Julio Kaplan. Dann den Companion 3 ist Julio Kaplan und den Simultano hier. Das ist dann das Spielstärkste von den Julio Kaplans, die ich habe. Und sehr viele Franz-Morschach-Computer habe ich. Also dem, der die Engel für Fritz gemacht hat. Jesus Christ. B4. Eine Minute. Ich glaube, Fritz hat noch so ein bisschen einen sehr guten Ruf, weil er ja damals die WM, ich glaube 95 war das, die er gewonnen hat vor Deep Blue. Deep Sword 2 und Deep Blue, das waren ja quasi so Großrechner damals, die als unschlagbar galten, also für Computer. Das gibt auch ein PC-Programm von Julio Kaplan. Müsste jetzt aber nicht. Okay, das war jetzt nicht so spannend. Weil was macht jetzt der König F4? Turmschach? Das ergibt gar keinen Sinn, der Zug. Der würde nur dann einen Sinn ergeben, wenn 40 Züge in 2 Stunden zum Beispiel wären. Dann macht man das Turmschach, König beiseite, Turm A8, König nach F4. Dann wegen Turmschach, König beiseite, Turm A8. Nur um quasi Züge einzusparen. Irgendwie entgleitet ihn die Sache wohl hier. So, der wird von A6 gedeckt. Ja, gut, er will ja noch A3 decken oder vorwärts pushen. Ich frage mich, ob jetzt einfach A2 droht. Wo will der Läufer denn hin? Ja, gut, A2. Läufer nach D3. Springer D2 dann für Springer B3. Meine Güte. Also für dieses LCD-Brett, da muss man, wenn man das wie beim Renaissance nutzen möchte, da muss man wirklich schon
optimaler Vorsitzender. Ja gut, normalerweise tut man es ja auch, dass man dann so direkt davor sitzt und dann ist alles super. War weniger der Plan, die gegeneinander spielen zu lassen. Springer D2. Um dann nach B3 zu ziehen. Was soll ich sagen? Weiß kann nicht verhindern, die Sache. Kann sie irgendwie hinauszögern und Schwarz hat keinen Plan, oder wie? Piep, 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 piep. Lipo, ich habe gewonnen. Zack. Wenn es ein Schachprogramm auf der Wii wäre, dann wären die Möglichkeiten, die man noch machen könnte, New Game und fertig. Ich habe gewonnen. Da kommt es doch gar nicht drauf an, muss ich ehrlich sagen. Meine Güte, ja, Mai. Nicht wie das Marc Uniek-Programm da mit seinem, wer immer, wenn er auf Zeit gewonnen hat, dann stand er immer unfair. Wenn man zugemacht hat, unfair, unfair. Wie will man denn, na gut, man könnte einfach nehmen und dann B4 ziehen. B4, B3. Mein Gott. Weil B3 ist ja kaum zu verhindern, wegen Springer D2, der guter Läufer. Ja, das ist eh pleite. Was hat der jetzt an hier? Minus 2,65, dass er nicht noch mehr Minus anzeigt, wundert mich. B4, C6. Hört er den gleichen Sinn. Greift auch D4 an. Und Springer steht D4. Der Mann mit der Kettensäge ist da, der ist auch immer da bedient. Dass die alle nicht einsehen, dass ich am Aufnehmen bin. Das kann doch nicht sein. Aufnahmeruhe. Super Mario Land, da ich diesen Untersetzer für, waren Bereich 4 oder 4 Stück für 5 Euro. Mario's Back for his best adventure yet. Okay. Ich meine, Super Mario Land war, glaube ich, war gar nicht von Shigeru Miyamoto, der Donkey Kong und sowas gemacht hat. A4, aber warum? Turm B4? Kann das sein? Springer C5. Da macht sich das ein bisschen sperrig, der Simultano. Wie immer aus Versehen Renaissance sagen. Sagen wir der Maestro B. G4, G5. Er will aber jetzt den aktiven König raushauen oder was? Gewonnen ist es eigentlich für Schwarz. Die Frage ist nur, wie lange braucht Schwarz dafür? Wie lange braucht der Simultan, um das zu gewinnen? Springer B4, Läufer C2. Ich glaube, das würde sogar, wenn der Turm sich gegen den Springer geben würde. Das würde bestimmt sogar mit zwei Springer, zwei Bauer gegen Läufer Turm gewinnen. Der muss die nur richtig wandern lassen. B5, B4. König A6. Da will jetzt aber jemand superaktiv werden. Der hyperaktive König. Springer A5, Springer dem König A7 und dann B3. Das ist immer so ätzend warm momentan in der Wohnung, nachts. Da kannst du kaum schlafen. Das ist immer das Blöde. Ich habe keine Klimaanlage. Würde schon reichen, wenn mal die
Das Problem ist allerdings bei mir, das ist so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass ich bei dem Wetter super mit dem Rad zur Arbeit fahren kann. Auf der anderen Seite finde ich es nicht so gut, dass ich nachts schlecht schlafen kann. Kannst du dich mit dem Ventilator schon... Vielleicht sollte man die Position des Ventilators ändern. So einen Kühlturm habe ich da. Also es ist keine... Er hat keine Kühlschrankfunktion quasi da drin, dass er kühle Luft rauswählt. Der will auch... Ups, was war das jetzt? Der wälzt auch nur die vorhandene Luft um. Also da macht er keine kühle Luft raus. Springer hoch, Springer ich. Ja, und den nächsten Baum kriegt er nicht geschenkt. Ja gut, roter Läufer G6 kriegt Schach. Läufer C2. Springer F5, ich weiß nicht, Läufer schlägt Bauer G schlägt und dann, der gute H-Bauer will eh nicht durchmarschieren. A2, gucke hier, look it here, my 3 points. Finde ich nicht so gut den Zug. Weil man Bauernzüge ja logischerweise nicht zurückziehen kann. Ich kann also nicht in drei Zügen sagen, oder so war doch nicht gut. Ich mache mal A2, A3. Also für Schwarz. Das ist not possible. Und wie will man jetzt diesen Springer da wegkriegen? Springer A5, Turm A2 schlägt, geht ja gar nicht. Deswegen kommt jetzt Turm A3. Er will Springer. Ich vermute mal, dass er Springer A5 ziehen wird. Der König wandert wieder zurück. Er hat seine Schuldigkeit getan. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das so ohne weiteres möglich ist. So eine Königswanderung für einen Bauern. Es hat ihm ja auch nichts gebracht. Er kann F4, F5 sowieso nicht ziehen, weil es sind zwei Bauern drauf. Und selbst wenn er H4, H5 zieht, der wird getauscht, dann ist F5 auch nicht so die wirklich gute Option. So, nach reichlichem Überlegen nimmt er jetzt doch den Springer. So. H4, ja, muss er irgendwas, muss er ja machen. Turm A3, B3 und dann ist der Ofen eigentlich auch schon aus. Da kann er nur noch Läufer schlägt B3 machen, Turm schlägt A2 machen. Ist natürlich immer noch die Option, die Weiß hier hat, den Läufer zu geben gegen zwei Bauern. Ist dann auch kein Selbstläufer. Also mit Turm Springer. Drei Bauern gegen Turm, vier Bauern. Es wäre zumindest eine Option, die man noch machen kann, also statt aufgeben. König F4, der König wandert weiter zurück. Ich würde versuchen, den Springer irgendwie noch ranzuholen, aber wie soll man das machen? Springer F5? Ja, dann würde der Springer D4 schlägt drohen. Sehr gut. Ach. Ich dachte Springer F5. Weil wenn er tauscht, dann nimmt er Bauer. Und dann B2, B3, B2 ist ja gar nicht zu verhindern. Aber es ist die Option. Der Bauer kann nicht gedeckt werden auf D4. Nach Springer F5. Das war so die Idee. Ach, kann ich jetzt auch nicht. Meine Güte. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Das kostet jetzt den dritten Bauern. Da bei mir der Schlafwagen wieder durch das Zimmer weht hier, habe ich das nicht gesehen. Der Turm deckt natürlich E3, der König E3 wäre gar nicht möglich gewesen. Läufer schlägt G6 mit Schach, das wird auf jeden Fall kommen. Weil ist. Was will er sonst machen?
oder König zieht nach. E7. Ja, H5, B3, H6, B2. Das ist, glaube ich, zu langsam. Er kann auch keinen Läufer C2 ziehen, er wird einfach geschlagen. Läufer nach. Ich müsste mal nachgucken, aber das ist ja nicht normal. Läufer B1. Ich habe einen Schach gesehen, Das Schach, das muss jetzt richtig her. Fährt einfach B3. Das bringt ja nichts. B3, B2, Turmstich, Läuferstich, B1 ist noch gedeckt. Mann. B1 schlägt Dame, Turm schlägt. Zwei Minuten 44 hat er noch. Er nimmt sich den Läufer. Gib mal Dame. Da auch keine Option hat, was anderes zu machen. Ich hatte das mal erzählt. Ich habe die nicht mal in der Partie gehabt. Okay, das ist jetzt auch nicht so der beste Weg hier. Dafür sollte man vielleicht wissen, dass Springer Turm gegen Turm nicht gewinnt. König G5, okay. Also wenn er jetzt den Bauern geschlagen hätte auf B4, da müssen nur noch die beiden Bauern getauscht werden, dann hast du sofort das Remis. Das sind so Sachen, die wissen die Computer natürlich nicht. Wieso deckt er sich den Bauern nicht? Turm A4 zum Beispiel. Ach, geht ja gar nicht. Was soll ich sagen? Vergesst auch dieses Mal, was ich gesagt habe. So. Ups, I check you again, statt er einfach den Bauern schlägt. Es ist, so wie es ist, der hat ja nur noch 2 Minuten 35. Das ist übrigens der Vorteil beim Simultano hier. Man sieht beide Zeiten. Also ich muss nicht, jetzt sehe ich zwar seine Zeit, die abläuft, aber umgekehrt sehe ich dann nur ja dieses Time. Aber ich sehe dann, ja gut. Gut, dramatisch ist es jetzt auch nicht. Was wir da jetzt ziehen? König G6, minus 4,43. Irgendwie wegen der Figur. Ach, er will Turm steht E5 machen. Nein, doch nicht. Er möchte gerne einen Springerzug machen. Das ist ja super geil. Meine Güte. Ich bin total begeistert vor diesem Zug. Der will ich am liebsten wieder weitergehen. Weil wie gesagt, wenn er das schafft, die beiden Bauern wegzukriegen, dann kann er seine Mehrfigur, kann er sich dann dahin schieben, wo die Sonne nicht scheint. Das mal so drastisch zu formulieren. Weil Springer Turm gegen Turm ist Remis. Ja und der Bauer sollte normalerweise jetzt bald weg sein. Mit Schach sogar. Turm E8, Springer E5 liegt Schach. Und dann, der D-Bauer ist auch noch da als Freibauer. Ich traue mich aber irgendwie nicht zu sagen, der Rest ist eine Sache der Technik. Und ja, tschüss und gewonnen. B8, B2. Nimmt jetzt echt den Bauern weg. Genau, kann nicht schaden, mit Schach auch noch weggenommen. Und dann fällt eigentlich der nächste Bauer auf.
Kann er gar nicht verhindern. Ich kann höchstens nicht verhindern, dass der Schlafwagen dauernd durchrauscht durch die Bude. Meine Güte. Turm C2 Schach tippe ich mal. König D6. Und dann kann er den eigentlich mal dicken. Es tut ja auch Springer schlägt. Turm A2. Einfach Turm steht F2 zum Beispiel. Dann ist ein bisschen die Material. Also wenn ich den Turm tausche, dann mache ich sofort User-Entscheid. Dann ist die Sache gelaufen. Turm A7 Schach, das weiß der M5 aber auch. Dass das keine gute Möglichkeit ist. Aber mich überrascht es schon ein bisschen, dass der Maestro B gegen den MM5 gewinnt. Interessant. Da hat er die beiden Bauern gedroppt und hat auch keine Kompensation dafür bekommen. Das sah erst wie Materialgier aus, aber das hat sich ausgezeichnet. König E5. Ja, und der König kann da gar noch nicht mal unterstützend eingreifen. Der kommt da gar nicht weg, der ist abgeklemmt. Ich würde ja beinahe schon sein User-Entscheid. Weil es ist ja total geworden. Wenn er auf minus 9,99 runterrauscht, minus 6,21. Dann ist die Sache gelaufen. 6,08 als Rechentiefe, 0,9. 10. G7, G6. Im 5-Minuten-Blitz tippe ich mal, würde der wohl gewinnen. Also Simultano verlieren. Also der MM5 wird im 5-Minuten-Blitz gegen den Simultano gewinnen. Weil da spielt er sehr schwach. Der ist jetzt auch nur noch 2 Minuten 21. Aber ich hoffe mal, das reicht. Der müsste aber jetzt auch langsam. Genau. Ich wollte schon sagen, da muss er allmählich auch mal anfangen, hier die Bauern marschieren zu lassen. Turm steht E6, auch sofort User-Entscheid. Also wenn der Turm weg ist, ist in jedem Fall User-Entscheid. Jetzt kommt D3, D2. Was willst du da finden? Minus 6,37 darfst du schon da wieder aufgeben, weil die Punkte waren bei Info. Aber wir haben nur das Schachgebot. Der Turm A1. Das kann eigentlich auch nicht mal lange dauern, bis er das aufgibt. Ich mag das immer, wenn meine vermeintlichen Außenseiter gewinnen. Das ist ja auch, das ist ja der Maestro B im Simultan und der ist von 86. Pi mal Daumen, aber ich habe ja schon erlebt, wie der MM5 gegen den MM4 verloren hat. Im 4-Partien-Wettkampf. Was war das denn? Tja, wieder ein Schach gesehen. Das kann ja nicht schaden, wenn wir Schach geben. Die geben viele scheinbar unnötige Schachgebote. So wie ich finde, König F7. So nach dem Motto, aber dieses Schach, das drücke ich dir noch rein. So, und das nähert sich wohl dem User-Entscheid, weil Turm, Springer, Läufer gegen Bauer, das ist natürlich auch geworden, ist ja ganz klar. Das traut dem Simultano dann doch schon zu. E5, E4. Das Kurioseste, was ich mal erlebt habe, das war, ich glaube, das war sogar der MM5. Da hat er am Anfang, am Ende war es dann irgendwie mit Dame gegen Turm und irgendwie hat er dann den Turm gewonnen, hat aber nur noch Bruchteile von Sekunden für die Partie und hat dann quasi, es nicht geschafft, mit Dame gegen König zu gewinnen. Das war matt in 3. Er hat es aber nicht gesehen, weil er einfach die Zeit nicht mehr hatte. Und dann war die Partie doch noch remis. Das war für den MM5-Fan Lippo natürlich eine bittere Pille. Ich weiß aber nicht mal gegen wen. Hat ihm schon überrascht, dass er irgendwie plötzlich den Turm gewonnen hat mit der Dame. So.
Jetzt muss der König einfach runtermarschieren hier. Jetzt sollte er aber mal irgendwann minus 9,99 anzeigen. Minus 7. Ja, was will er machen? Er kann doch nur Königszüge machen. König F6. Er macht ja ein Doppelpiepsturm, wenn er Schach gibt. König D5. Er kann auch Springer C1 ziehen. Dann hat er den Kontakt zu D1 verloren. Okay. Wozu? Da ist Turmschach gehen. Ja, genau. Er hat 2 Minuten 11 noch, also so dramatisch wenig Zeit hat er jetzt auch nicht. Ja, auf Turmschach kommt... Was? Turmschach? Ups. Das ist jetzt ein Bach oder sowas? Dauert die Züge raus, jetzt hat er dann nur noch eine Sekunde. Ja gut, er kann den Bauern ja eh nicht mehr stoppen. Das ist das Problem. Also auf Turm H1 kommt einfach Turm E1 und dann ist die Sache pleite. Turm H1. Turm D5 schlägt. Ja und hier mache ich User-Entscheid. Das ist einfach. Er holt sich eine Dame. Ich mache mal der Form halber. Mache ich den Zug mal noch. Er holt sich sofort eine Dame. So, Ende im Gelände. Er holt sich eine Dame. Queen. Damit ist es gleich offiziell. Turm E2 schlägt und ich mache User-Entscheid. Das ist hier einfach Dame Springer gegen blanken König. Ich mache das mal so ungern. Ich will mal sehen, ob was so passiert, wenn er hier das Matt ansagt. Was? Habt ihr ein Schachgebot gesehen? Ja, natürlich. Check. I have a check. I give a check. Dame D5 Schach. Resignation. Das akzeptieren wir dann auch die Aufgabe. Und ja, überraschend für mich ein bisschen, dass der Simultano mit Schwarz gegen MM5 gewinnt. Ich hatte auch schon mal eine Partie, da habe ich die verschiedenen Emulatoren spielen lassen gegen den Polga. Das ist 18, dann 5,6 MHz und dann die Normalversion. Das gibt so eine Variante im Drei-Springer-Spiel. Da gewinnt der Renaissance mit der Simultano mit Schwarz. Das war schon mal eine Situation, wo er gewonnen hat. Mich hat es trotzdem ein bisschen überrascht. Er hat hier dass er die Bauern quasi eingestellt hat, ohne irgendwas dafür zu haben. Das fand ich schon überraschend hier. Und was soll ich noch groß sagen? Ich bedanke mich. Ich freue mich immer, wenn meine Außenseiter gewinnen. Weder der Simultano, immer ein Maestro B, nicht Maestro C, nicht Maestro D. Aber was soll ich sagen? Ich bedanke mich, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.